Es ist eine Zeit der Extreme an den Märkten. Wir haben gestern dann diese Gegenrallye erlebt mit dem größten Punktegewinn in der Geschichte des Dow Jones. Fast 1300 Punkte ging es da nach oben, nachdem wir die schnellsten Abverkauf hatten von einem 52-Wochen-Hoch zu einem 52-Wochen-Tief. Aber die Frage ist, ob diese gestrige Rallye doch ein bisschen zu viel des Guten war, ob da zu viel Hoffnung, zu viel Euphorie dabei war, denn wir sehen, dass möglicherweise das Enttäuschungspotenzial relativ groß ist. Schauen wir uns mal zunächst das an, was gestern da abgelaufen ist. Booms, da ist es nach oben gegangen. 1293 Punkte war der Tagesgewinn des Dow Jones. Ist das eine tote Katze, ein Dead Cat Bounce? Das ist jetzt die große Frage. Wir hatten hier zum Beispiel auch jetzt einen fast historischen Ausschlag zwischen Hoch und Tief beim Dow Jones. Wir waren ja im asiatischen Handel von Sonntag auf Montag ja deutlich im Minus, sind dann also fast 1300 Punkte beim Dow Jones nach oben gelaufen. Das ist schon der größte Sprung jetzt, die größte Tagesrange, seit die Fed einst im Jahr 2009 QE1 verkündet hat, muss man sich mal vorstellen. Und wir sehen, dass die Aktienmärkte trotz des Abverkaufs, der in der letzten Woche stattgefunden hat, alles andere als günstig sind, was die USA betrifft. Market Cap zum GDP ist nach wie vor jetzt bei 143%. Das ist historisch gesehen so teuer wie seit der Dotcom-Blase nicht mehr. Aber man hat sich gefreut. Man hat sich gesagt, hey, die Notenbanken und die G7-Finanzminister, die werden natürlich reinstiefeln, die werden uns retten. Aber dann jetzt nach Insider-Informationen ist es eher doch ein heißes Lüftchen, was uns da erwartet, statt der große Wurf, den die Märkte erwartet und bereits eingepreist hatten. Denn hier heißt es, da wird nichts Konkretes eigentlich hier verkündet in Sachen Zinssenkungen, in Sachen fiskalischer Stimulus. Genau das hatten die Märkte aber erwartet. Da wird wahrscheinlich eine konzertierte weltweite Aktion folgen. Aber es ist mehr so eine Absichtserklärung. Wir arbeiten zusammen etc. etc. Und das ist natürlich zu wenig und rechtfertigt eigentlich nicht das, was gestern an den Märkten passiert ist. Gut, dass wir hier jetzt auch die EZB mit einem solchen Statement haben, das ich glaube vor 500 Jahren schon die Fed und vor 250 Jahren die Bank of Japan gegeben hat. Kaum wartest du 500 Jahre, schon kommt die EZB und sagt, ja, das Coronavirus, das könnte ja Auswirkungen auf die Wirtschaft haben und da stehen wir bereit, gell? Also die EZB ganz früh aufgestanden heute und wir können uns sehr glücklich schätzen, dass wir hier Olaf Scholz haben, der gestern mit dem französischen Kollegen Le Maire gesprochen hat, Bruno Le Maire, und gesagt hat, ja, wir haben über alles gesprochen und wir beobachten die Lage sehr genau und werden, falls nötig, entschlossen eingreifen. Und man muss ja auch sagen, hätte das Coronavirus gewusst, dass wir Olaf Scholz als Finanzminister haben, dann hätte es wahrscheinlich einen großen Bogen um Deutschland gemacht. Und jetzt, wo es die Erkenntnis hat, da ist der Olaf Scholz und der beobachtet ganz genau, dann wird die Lage sicherlich sofort deeskalieren, wohl dem, der einen Olaf als Finanzminister hat. Da werden uns die anderen drum beneiden. Schauen wir uns noch ein paar interessante Dinge an zu gestern. Wir hatten jetzt ja einen Punkte oder einen prozentualen Gewinn von 5,09% beim Dow Jones. Das ist nur der 64. größte Gewinn in der Geschichte des Index, der ja im Jahr 1896 praktisch etabliert wurde. Und wir haben interessanterweise gesehen, obwohl eine Apple gestern 9% gemacht hat, dass die Aktien, die am meisten abverkauft worden waren in der letzten Woche, gestern auch nicht wirklich gut gelaufen sind. Die haben sich deutlich schlechter entwickelt als die Durchschnittsaktie. Das heißt, zum Beispiel Fluglinienaktien, die Airlines gestern auch wieder nicht so wirklich mit großer Performance. Was interessant ist vielleicht auch hier noch, wir haben am Freitag ja die größten Umsätze ever gesehen an den Märkten und wir haben jetzt Aussagen von Morgan Stanley, die sagen, ja, da haben Hedgefonds in diesen Dip am Freitag massiv reingekauft. Das heißt, die sind schon wieder ziemlich long und müssen möglicherweise auch bald wieder dann raus, wenn die Geschichte unangenehm wird. Hier sehen wir den S&P 500 nach unten. Hier sehen wir die Long Activity sozusagen. Das, was die Hedgefonds sich da also reingeladen haben. Das heißt, der Markt hat jetzt nicht mehr diese Überverkauftheit, die vorher der Fall war. Das ist ein wichtiger Punkt. Interessant übrigens auch, dass wir ja gestern den niedrigsten Schlusskurs bei der 10-jährigen US-Staatsanleihe gesehen haben mit 1,10%.
Vor einem Jahr waren wir noch bei 2,76%, jetzt bei 1,10%. Und möglicherweise hat der Euro eben hier noch weiteres Aufwertungspotenzial, denn der Renditeabstand zwischen der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe und der 10-jährigen amerikanischen Staatsanleihe ist so gering wie selten. Dementsprechend schließt sich jetzt sozusagen diese Lücke ein bisschen, könnte für den Euro sehr, sehr gut sein. Heute ist Super Tuesday, wird aber erst später relevant werden. Deswegen gucken wir mal auf die Charts. Was wir hier sehen, ist der Nasdaq, 8808 Punkte. Wir sehen diese massive Bewegung nach oben. Dann ging es vorhin ein bisschen runter. Jetzt entschließt man sich scheinbar wieder ein bisschen nach oben zu gehen. Frage, was wird heute passieren? Die Notenbanken plus die G7-Finanzminister, zu denen ja auch unsere Bombe Scholz gehört, die müssen liefern. Und natürlich, wenn Olaf dabei ist, wird geliefert. Da gibt es ja gar keine Frage. Die Charts von Capital.com, meine Damen und Herren, wir sehen den S&P 500 bei 3069, sehen den DAX bei 11.958. Der hat das Ganze irgendwo nicht so mitgemacht. Was wir hier sehen, ist weniger überzeugend als das, was die Amerikaner derzeit liefern. Vielleicht profitieren die mehr von dieser Dollarschwäche jetzt. Wir sehen Euro Dollar 1,1144, bleibt konstant auf hohem Niveau. Wir sehen Gold 1595 und das American Crude Oil immerhin wieder bei 47 Dollar und 69. Also, das ist die Lage. Wir haben, die anderen haben die Atombombe, wir haben Olaf Scholz und das wird das Coronavirus schon mal so erschrecken, dass da gar kein ökonomischer Folgeschaden kommen muss, dass die Deutschen ihre schwarze Null behalten können, dass die Amerikaner endlich all das bekommen, was sie sich wünschen, 7% Wachstum und Nullzinsen, gleichzeitig ohne neue Verschuldung. Die heutige Konferenz wird geleitet, so heißt es, von Mnuchin und Powell. Also die Führungsmacht USA hat da auch wieder das Sagen und das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Jetzt wünsche ich einen guten Start an diesem Tag und sage Servus und Ciao.